Guten Mittag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum weiteren oder erstmals einen Handcremetest auf dem Kanal. Wir testen ja alles, ne? Ihr wisst schon Bescheid, der Alles-Tester und so. Und heute starten wir mit einer Handcreme, nämlich von der Marke Today. Ich weiß nicht, es müsste sogar eine Marke der Rewe Group sein, genau. Today Handcreme Olive. Bam, wir schauen uns das Ganze an. Unsere erste Handcreme wird eine Olivenhandcreme. Ich liebe Oliven. Schon mal gut mit Olivenöl und Shea Butter. Ja, das werden wir gleich in der Zutatenliste nochmal sehen, ob das da wirklich drin ist. Und ja, also eine Handcreme. Das erste Mal Handcreme. Ganz kurz zum Thema Handcreme, zur Einleitung. Für was benutzt man Handcreme? Trockene Hände, raue Hände. Man will einfach geschmeidigere Hände. Ja, ich habe in meinem Leben noch nie mehr als vielleicht 5-mal Handcreme benutzt. Und das eben überhaupt hochgedingst. Also Ich hatte immer eine relativ normale Hände, aber auch hier wieder seit dem Stich, egal was da in meinem Körper geschehen ist, entwickeln sich neue, ja nicht Symptome, aber zum Beispiel, ich habe euch erzählt von meiner trockeneren Haut und das wirkt sich auch ein bisschen auf die Hände aus oder auf die Nägel. Ich habe da richtig so teilweise so raue Hände und deshalb dachte ich mir, komm, wir fangen jetzt mal mit Handcremes auch an, beziehungsweise ich, und die teste ich dann natürlich auch. Oh, ich muss die Kamera ein bisschen drehen. So, ja. Für beanspruchte Hände mit Olivenöl und Shea Butter. Beanspruchte Hände, klingt schon mal gut. Designtechnisch schön, schlicht, nicht zu übertrieben. Wir haben so eine, was ist das für eine Farbe? Das ist so eine, ja, olivengrüne Graufarbe. So im Hintergrund, finde ich schön. 50% recyceltes Material, Deckel ausgenommen. Sehr nice, da haben wir hier so Olivensträucher und so. Sehr schön, Rezeptur ohne Mikroplastik, auch nice. Unten dann so schwarze Striche. Schaut schön aus, schaut schlicht aus von der Marke Today eben. Was eine Rewe Group Eigenmarke ist. Schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr Handcreme nutzt, wie ihr Handcreme findet, würde mich natürlich interessieren. Und ja, oder ob ihr wie ich die bisherigen 24 Jahre meines Lebens einfach sagt, ey, Handcreme, was will ich mit dem Scheiß? So, kommen wir jetzt zur Rückseite. So, was haben wir da alles toll stehen? Today Handcreme Olive wurde für die Pflege von trockenen und rauen Händen entwickelt. Perfekt, trocken sind meine Hände auf jeden Fall. Die Rezeptur mit Olivenöl und Shea Butter pflegt die Hände zart und geschmeidig. Die Handcreme spendet Feuchtigkeit und zieht schnell ein, ohne zu fetten. Das ist mir wichtig. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Anwendung. Täglich eine haselnussgroße, Haselnuss, so gar nicht viel, auf die gereinigten Hände auftragen und einmassieren. Ich habe gerade meine Hände frisch gewaschen, das ist schon mal gut. Bei Bedarf mehrmals täglich wiederholen. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Unser Klassiker. Puh, oh, Entschuldigung. Hergestellt bzw. vertrieben von den Maxim Markenprodukte GmbH und Co. KG in der Donatusstraße in Pulheim. Schöne Grüße an alle aus Pulheim. Weiß nicht, die gleiche von dem Rasierschaum, weiß ich gar nicht, aber die machen auf jeden Fall Markenprodukte, Maxim Markenprodukte. Und Today ist, wie es aussieht, eine von diesen Marken, die aber wiederum zur Rewe Group gehören. Also ja, letztendlich kriegt ihr das nur bei Rewe und gehört auch letztendlich Rewe. So, 125 Milliliter mit drin für einen okayen Preis. Lasst mich lügen, um die 1 Euro. Aber nicht viel über 1 Euro, ich glaube sogar ein bisschen unter 1 Euro. Ich will nichts Falsches sagen. Und wir kommen jetzt zu den Inhaltsstoffen. Beziehungsweise erstmal, ToxFox macht keine Handcremes, also da schreibe ich auch gar nichts dazu. Obwohl er eigentlich ein Hygieneprodukt, also verstehe ich jetzt nicht, aber dafür habt ihr ja mich, ne? Ich bin das ToxFox Deutschlands. Und von Juka mit 72 von 100 Punkten ist schon mal ganz solide. Also 72 Punkte ist gut für ein Hygieneprodukt, auf jeden Fall. Und wir schauen uns jetzt die Inhaltsstoffe an, wie so eine Handcreme überhaupt, beziehungsweise die Handcreme vor allem, aufgebaut ist. Wir haben als Hauptinhaltsstoff Wasser, ist doch schon mal gut. Dann haben wir CT-Arylalkohol. CT-Arylalkohol, das sind natürlich alles so chemische Verbindungen. Ja, müsst ihr selber euch informieren. Ich kann ja irgendwann mal, oder ich will so einen Wissenschaftskanal ja noch bald machen. Also bald dieses oder nächstes Jahr dann. Und da werden wir dann auch ja, auf solche Stoffe natürlich tiefer eingehen. Dann haben wir Glycerin, Klassiker, kein Problem. Dann haben wir Ethylhexylstearat, dann Glycerylstearat. Und dann haben wir zum Glück Olivenöl. Wir haben echtes Olivenöl drin, ist nice. Und wir haben echte Shea Butter drin, ist nice. Dann haben wir Provitamin B5. Ich frage mich jetzt, weil Vitamin B5 ist ja Pantothensäure. Ob jetzt Provitamin B5, muss ich mich auch reinlesen. Sowas werden wir auch alles auf dem Wissenschaftskanal dann natürlich machen. Aber sowas kommt, glaube ich, fast eher auf den Gesundheitskanal dann. Weil ich will einen Gesundheitskanal, einen Wissenschaftskanal und einen Testkanal auf YouTube. Das sind so meine Video Social Media Videoziele, so kann man sagen. Aber da will ich dann Cutter und so haben. Ich will mich dann nur um die Aufnahmen, um die Recherche kümmern. Und dann, weil ich lese ja auch privat sehr viel und so, dann kann ich das direkt mit einbauen. Aber da brauche ich dann Cutter, weil das ist sonst viel zu viel Zeit. Dann haben wir Natrium, CT-Arylsulfat, Duftstoff, Zitronensäure, Limonen, Linalool, Alpha-Isomethyl-Ionen,
Zitronellol und Natriumbenzoat. Also wir merken viele Sachen, die wir aus, also vor allem so allergene Duftstoffe natürliche, wie Limonen oder Linalool, die wir aus anderen Hygieneprodukten kennen, haben wir hier auch. Aber wir haben schon Abwechslung mit eben ein paar anderen Stoffen wiederum. Wir stehen natürlich hier an der Liste und von mir gibt es als Gesundheitsnote eine 2+. Ich habe mal so geschaut, im Vergleich kann man das als okay einstufen für eine Handcreme. Gibt es natürlich immer noch bessere, aber gibt es auch beziehungsweise vollgestopftere an Inhaltsstoffen. So, wir tragen das Ganze jetzt auf. Ich bin gespannt, Leute. Ich habe gar keine Erfahrung mit Handcremes, also ich mache es mal so ein bisschen höher, dass ihr das alles seht. Ist da noch irgendwas drunter? Ne, da kommt direkt die Creme, okay. Riecht neutral? Riecht neutral? Haselnuss groß. Okay, ihr seht's, ne? Ja, das ist Haselnuss groß. Ich glaube, das müsste passen. So, hier haben wir so ein kleines weißes Häufchen. Oh. Hohoho. Also für jemanden, der eigentlich gar keine... Eine Sekunde. Yo, Cousin. So, Entschuldigung, mein Cousin hat kurz angerufen. Also, sehr angenehm. Wirklich cremig, gar nicht fettig. Du hast so eine leichte Schicht, also du spürst schon. Aber angenehm. Boah, es gibt mir meine Feuchtigkeit zurück. So waren meine Hände früher. Also, nicht ganz, aber cool. Also, gefällt mir. Pflegenote nenne ich es jetzt mal hier. Also, Handpflegenote, aber Pflegenote gibt es von mir eine... Also ich kenne mich nicht viel mit Hand, aber ich finde es gut. Also ich finde es wirklich sehr angenehm. Gibt es nur 1-? Doch, ist cool. Leute, das war's mit Today Handcreme Olive. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr die kennt und wie ihr die findet. Pflegenote gibt es nur 1-. Also echt angenehm. Gesundheitsnote eine 2+. Kann man also auch nichts so falsch machen. Und ja, wir sehen uns dann ansonsten heute Abend wieder beim nächsten Test. Ich wünsche euch was. Immer schön happy bleiben, immer schön gesund bleiben und bis heute Abend. Ciao, ciao. Thank you.